Ja, hallo, mein Name ist Oliver Janich. Ich bin Journalist, Buchautor und Gründer der Partei der Vernunft, allerdings da nicht mehr in Amt und Würden. Das ändert aber nichts daran, dass ich mich weiterhin politisch engagiere. Und zum Thema Cannabis ist meine Position ganz einfach oder auch unsere Position. Jeder Mensch hat das Recht, zu sich zu nehmen, was immer er will. Wenn einer einen Liter Tapetenkleber trinken soll, dann ist es auch sein Recht. Oder trinken will, dann ist es auch sein Recht. Deswegen warne ich so ein bisschen davor. Also ich finde es gut, die positiven Wirkungen von Cannabis aufzuzeichnen. Dafür ist ja auch die Messe da. Und aufzuzeigen. Aber ich warne davor, das nur von der Nützlichkeit her zu diskutieren. Weil dann sind wir nämlich in der nächsten Diskussion. Es gibt Experten, die sind der Ansicht, dass Alkohol zum Beispiel gefährlicher ist als Cannabis. Dann sind wir nämlich dann in der Diskussion, dass man vielleicht wieder Alkohol verbietet. Also mir geht es darum, dass generell jeder Erwachsene für sich selber entscheiden kann, was er zu sich nimmt. Und die Erfahrungen aus Portugal zeigen ja, dass es nicht so ist, dass es da noch schlimmer wird, sondern dass es da weniger Drogentote gibt und andere Verbesserungen. Aber das ist der reine Nützlichkeitsaspekt. Ich will den Aspekt betonen, dass jeder erwachsene Mensch selbst über sein Leben bestimmen kann. Danke. Ich möchte, damit das hier nicht zu harmonisch wird, vielleicht mal was Kontroverses sagen, weil wir sind uns ja eigentlich alle einig in Bezug auf die Legalisierung. Was mich aber ein bisschen verblüfft ist, dass Parteien, Grüne, SPD, Piraten, die sonst alles Mögliche regulieren und verbieten wollen, ausgerechnet bei Cannabis plötzlich nichts verbieten wollen. Also mein Plädoyer ist, dass die Menschen generell selber über Leben bestimmen und nicht nur, weil es gerade ein bisschen in Mode kommt bei Cannabis. Die Menschen sollten generell selbst entscheiden können, was sie kaufen, was sie verkaufen, was sie sonst in ihrem Leben machen, solange sie niemandem schaden. Ja, da muss ich doch ein wenig widersprechen. Wenn die CSU schon nicht da ist, müssen wir wenigstens eine kleine Kontroverse aufmachen. Als Gesundheitspolitiker sehe ich es natürlich nicht ganz so lässig. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist ja schon angeklungen. Im Moment haben wir den Bereich, und ich nehme jetzt, der andere Bereich wurde jetzt beschrieben von meinem Kollegen, ganz eindeutig, das ist so, aber den auch mit THC. Wichtig ist, dass die Gesundheit der Menschen schon eine Rolle spielt beim Gebrauch dieser Mittel. Wir haben das ja in anderen Bereichen auch. Wir haben es beim Rauchen gesehen, wir haben es beim Alkohol gesehen. Das heißt, diese Vorlage, diese Gesetzesvorlage der Grünen im Bundestag berücksichtigt ausdrücklich die Gesundheitsfolgen. Da ist der Jugendschutz dabei, da ist der Gebrauch dabei, da ist auch der Handel dabei, wie der geregelt wird. Im Moment haben wir die Situation, dass wir überhaupt keine Kontrolle haben. Wir haben weder eine Kontrolle über die Inhaltsstoffe, was die Menschen da rauchen. Sie haben keine Ahnung, sie kaufen es auf der Straße. Wir haben keinerlei Kontrolle über das Alter, mit welchem Alter. Und ich möchte noch auf einen Punkt hinweisen, der mir leider häufig begegnet ist. Das ist der Wechsel des Angebots. Das heißt, wir haben Dealer auf der Straße, die versorgen zuerst unsere Jugendlichen oder auch andere mit Shit und irgendwann kommt es, du, ich hab da mal was anderes. Und Crystal Meth ist in keinster Weise vergleichbar mit Cannabis-Produkten. In keinster Weise, das hat die CSU noch immer nicht gemerkt, weil sie den Unterschied nicht erkennen. Und da sehe ich die Riesengefahren und deswegen bin ich schon ein wenig anderer Meinung wie mein Neben. Aber ich habe hier noch eine Frage vom Patienten. Also ich bin chronischer Schmerzpatient, werde mit jedem anderen Scheiß zugeschissen, mit Tilidin, Tramadol und L-Pronamidon. Aber ich habe keine eigene Entscheidung, was ich nehmen will. Also ob ich jetzt Cannabis rauchen will oder sonst irgendwas. Ich bin auf dieser Scheiß-Pharmaschine festgenagelt worden. Und das muss nicht sein. Ja, ich kann da vielleicht als investigativer Journalist auch etwas beitragen zur Diskussion. Also es gibt nämlich tatsächlich einige Lobbys, die eben dafür gesorgt haben, dass Hanf überhaupt verboten wurde. Es spricht einiges dafür, dass es zum Teil die Ölindustrie war, weil Hanfprodukte gegen Ölprodukte konkurriert haben. Unter anderem die Pharmaindustrie, weil die nämlich ihre Produkte verkaufen will. Und die allergrößte Lobbyorganisation gegen die Legalisierung von allen möglichen Drogen ist die Drogenmafia. Weil dort nämlich Renditen von weit über 1000% drin sind, weil es verboten ist.
Das heißt, das ist eigentlich der Hauptgegner. Der Hauptgegner ist die Drogenmafia. Und natürlich, das wurde schon oft genug gesagt, wenn es legal wäre, dann wäre es auch übrigens ohne Regulierung einfach zu überprüfen. Denn wenn es legal ist, etwas zu verkaufen, dann haftet derjenige auch, der es verkauft. Aber wenn etwas illegal verkauft wird, kann man den ja gar nicht verklagen und kann den auch nicht dessen Dekathaft werden. Also es sind einige mächtige Gegner der Legalisierung da, aber ich glaube, dass die so langsam am Verlieren sind. Also dazu kann ich auch noch was beitragen, weil von uns ist nämlich jemand, der den Stand hier aufgebaut hat, gestern verhaftet worden, weil er nämlich solche Hanfaufkleber dabei hatte. Und dann gleich der Verdacht entstand, dass er vielleicht auch selber konsumiert. Da sieht man eben, dass der Willkür der Tür und Tor geöffnet ist. Und das kommt eben daher, dass es kriminalisiert ist. Und wenn ich es entkriminalisiere, gebe ich auch dem Polizisten nicht mehr die Möglichkeit, in die Hand Gott zu spielen und zu entscheiden, der passt mir nicht, weil der hat lange Haare und den finde ich besser. Und deswegen muss die Legalisierung her. So, ich habe jetzt hier noch Frage aus dem Publikum. Wenn ihr eine Frage, ich wollte nur sagen, ich möchte hier nicht Partei für die 10 Parteien ergreifen, aber man muss ja mal ganz klar feststellen, dass diejenigen, die das Hanfsamenverbot durchgesetzt haben, die Grünen und die SPD, damals in den 80ern. Solange ich an der Grenze festgehalten werde, weil ich eine Handvoll Samen aus Kerala oder Jamaika mitbringe aus dem Urlaub, ist das für mich hier alles so ein bisschen müßiges Geschwätz. Sie brauchen sich ja nicht hier als die Vorkämpfer der Legalisierung aufzuspielen, das sind sie nicht.